mit lautem Schall. Das Freundschaftsfeuerfest steht bevor. Glück und Freude überall. Das Freundschaftsfeuerfest steht bevor. In voller Pracht wird Licht gemacht für heute Nacht. Das Freundschaftsfeuerfest steht bevor. Balken zu der rechten Zeit. Das Freundschaftsfeuerfest steht bevor. Halten reichlich Schnee bereit. Das Freundschaftsfeuerfest steht bevor. Lass wie der Wind die Show beginnt. Wie froh wir sind. Das Freundschaftsfeuerfest steht bevor. Mit Liedern füllen wir den Tag. Ding dong, ding dong, ding. Kekse gibt so viel man mag. Ding dong, ding dong, ding. Jeder muss den Einsatz bringen. Wenn die Groß wird nichts gelingen, wenn die Stimmen lauter klingen. Das Freundschaftsfeuerfest steht bevor. Hübsch wird alles dekoriert. Das Freundschaftsfeuerfest steht bevor. Perfektion ist garantiert. Das Freundschaftsfeuerfest steht bevor. Ganz fehlerfrei geht nichts entzwei. So ein Pech, auwei. Das Freundschaftsfeuerfest steht bevor. Bist du bereit, deinen ersten Freundschaftsfeuerabend in Ponyville zu feiern? Ich hatte eigentlich vor, ihn ausfallen zu lassen. My little pony, my little pony. My little pony. Ich fragte, wozu Freundschaft gut sein kann. My little pony. Doch dann botet ihr die Freundschaft mir an. Abenteuer, Spaß und Spiel und etwas fürs Herz. Von allem ganz viel. Lieb und freundlich zueinander sein. Und obendrein gibt's Zauberei. Meine herrlichen Ponys, meine allerbesten Freunde seid ihr. Den Freundschaftsfeuerabend ausfallen lassen? Ich finde sowas irgendwie lächerlich. Es ist ein Tag, an dem es nur um Süßigkeiten und Geschenke geht, oder? Wieso sollte man auf Geschenke und Süßigkeiten verzichten? Das ist Irrsinn! Nein, ich glaube, Spike wollte eigentlich sagen, dass es beim Freundschaftsfeuerfest um mehr als um das geht. Es ist ein Fest, das man mit seinen Freunden und seiner Familie verbringt und die Geschichte Equestrias feiert. Ich glaube, für die meisten Ponys ist es nur ein Vorwand, um gemeinsam Spaß zu haben. Und nicht, um sich an die alte Geschichte zu erinnern. Vielleicht hast du die richtige Freundschaftsfeuergeschichte noch nie gehört. Erdponys, Pegasi und Einhörner singen am Feuer Lieder, um den ewigen Winter zu vertreiben, den uns einst die Windigos bescherten. Huh, jedes kleine Fohlen kennt doch die Geschichte. Diese aber nicht. Es ist meine Lieblingsgeschichte. Das Freundschaftsfeuermärchen. Oh, die höre ich auch gern. Das ist die Geschichte eines mächtigen Einhorns namens Snowfall Frost. Es hasste den Freundschaftsfeuerabend. Alles begann vor vielen Monden in Canterlot. In jedem Haus von Canterlot freute man sich auf den Feiertag. In jedem Haus, außer in einem. Es hieß, Snowfall war fast so gelehrt wie Starswool der Bärtige. Fast, denn jedes Pony weiß, dass Starswool alles wusste. Von Transfiguration über Dimensionskalibrierung bis hin zu Teleportation. Wir haben's verstanden, Starswool war der Beste. Stimmt. Allerdings war Snowfall auch ein mächtiges Einhorn. Sie wollte perfekt sein. Alles, was sie daran hinderte, war reine Zeitverschwendung. Oh. Ja, das war's dann wohl. Snow Dash! Snow Dash war Snowfalls Assistentin. Kann ich helfen? Mach das wieder sauber. Diese närrischen Ponys haben vor dem Fenster ihre verfluchten Glocken geläutet und ich konnte mich nicht konzentrieren. Wow, Ponys, die den Freundschaftsfeuerabend genießen. Wie kann man denn nur so verrückt sein? Es gibt heute nichts zu feiern. Der Freundschaftsfeuerabend ist eine Plage. Ein gefährlicher Tag für ganz Equestria. Gefährlich? Er ist wunderbar. Der Tag erinnert uns daran, wie sich die Erdponys, Einhörner und Pegasi zusammengeschlossen haben, um die mystischen Windigos zu besiegen. Durch dieses dumme Märchen entsteht das Problem. Dadurch glaubt jedes Pony, durch fröhliche Lieder und Freundlichkeit ließe sich alles lösen. Ich habe jahrelang Magie studiert und so kann es nie funktionieren. Ich habe das Gefühl, du verstehst da was nicht. Arbeite, lerne und mach so Equestria zu einem besseren Ort. Das sollte das Ziel eines Ponys sein. Aber von mir aus kannst du heute früher nach Hause gehen und deine restliche Arbeit ignorieren und den Rest Yippie! Dieses...
Oh. Ich hasse den Freundschaftsfeuerabend. Equestria würde es so viel besser gehen, wenn wir den Tag einfach ausfallen ließen. Freundschaftsfeuerfest hört man hier überall. Freundschaftsfeuerfest ist nicht gerade mein Fall. Worte, die leider ihres Sinnes entbehren, da mach ich nicht mit, lieber werde ich mich wehren. Jedes Pony findet den Tag wunderbar, doch ich fänd es noch viel besser, wär er gar nicht da. Ja, na klar. Jetzt ist Schluss mit dem Feiertag, diesen gilt es zu vermeiden. Die Konsequenz meines Zauberspruchs muss jedes Pony hier nun erleiden. Für euch gibt es keine Spielchen mehr. Denn euren Feiertag gebt ihr bald schon her. Das Freundschaftsfest, es ist mir einerlei. Mit diesem Fest ist es aus und vorbei. Schluss mit euren Feiern, die nur provozieren. Ich muss auf die Einladung nicht reagieren. Ein Tag fehlt bald in dem Kalender. Hier ist mein Zauber reif für den Test, damit ich nicht Zeit verliere. Feiertag, ich nehm dir den Sinn mit meiner Zauberspruchbehandlung. Erinnerungen sind dahin, denn nun kommt Equestrias Verwandlung. Schon bald kein Pony hier mehr sagt: Ich wünsch ein frohes Fest. Nach diesem Zauberspruch ist Equestria besser dran als zuvor. Und alle werden mir dankbar sein. Einen Augenblick. Nur weil Snowfall den Freundschaftsfeuerabend nicht mag, will sie ihn auf ewig mit einem Zauberspruch auslöschen? Das erscheint mir doch ein bisschen extrem. Sagt das Pony, das versucht hat, alle zu uniformieren, indem sie die Schönheitsflecken durch ein Zeichen ersetzt hat. Ich vermute, Spike wollte damit sagen, dass wohl jedes Pony für das, was es tut, Gründe hat. Ja, sogar Snowfall. Und wenn ich die Geschichte weitererzählen könnte, würden wir diese Gründe auch erfahren. Erzähl weiter. Tatsächlich wollte Snowfall den Freundschaftsfeuerabend mit einem Zauberspruch für alle Zeiten eliminieren, als sie plötzlich eine Stimme aus dem Kamin vernahm. Bist du dir sicher, dass du das tun willst? Wer war das? Der Geist der Freundschaftsfeuer-Vergangenheit sei gegrüßt. Und wir zwei müssen uns mal unterhalten. Was, ein Geist? Ich habe aber gar keinen Geisterzauber formuliert. Was hast du also hier zu suchen? Du glaubst doch nicht, dass dein geplanter Zauberspruch unseren mächtigen Kräften entgeht. Du hast unsere Aufmerksamkeit geweckt. Und wir haben eine klare Haltung zu dem Zauber, den du vorhast. Wir? Die anderen kommen auch bald. Fürs Erste sind es nur du und ich. Na los, fangen wir an. Es gibt viel zu sehen und uns läuft die Zeit davon. Ich gehe nirgendwo hin. Ich habe noch zu zaubern. Und ich brauche auch keine Geschichtslektion über den Freundschaftsfeuerabend. Wir reisen nicht in die Vergangenheit, um etwas über dieses Fest zu lernen. Wir lernen dabei etwas über dich. Bist du noch klein? Ist das Leben einfach? Entscheidungen fallen dir noch leicht. Jede Pflanze muss man gießen, damit die Triebe sprießen und ein jeder auch sein Ziel erreicht. Und was du in der Kindheit hast getan, hat Bedeutung weit in die heutige Zeit. Geh in der Erinnerung ein Stückchen zurück und lausche der Vergangenheit. Oh, sieh mal, wie süß du warst. Anscheinend hattest du damals noch nichts gegen den Freundschaftsfeuerabend. Was früher mal war, macht heute dir klar, woher du kommst, drum zögere nicht. Was
Was hat das eigentlich zu bedeuten, Snowfall? Ich dekoriere das Klassenzimmer für den Freundschaftsfeuerabend. Du hast gesagt, du willst lernen, mal ein mächtiges Einhorn zu werden, oder nicht? Ja, natürlich. Und was meinst du, wie gelingt es einem, mal ein mächtiges Einhorn zu werden? Arbeite, lerne und mach so Equestria zu einem besseren Ort. Und wie soll dir das hier dabei helfen, Magie zu erlernen? Ich will so stark sein, auch die Windigos aufzuhalten und den Ponys zu helfen. Das ist doch nur eine alte Geschichte, die wir vorhin erzählen. Die wahre Magie zu erlernen braucht Zeit. Und du hast die Wahl. Wenn du viel lernst, wirst du ein mächtiges Einhorn werden. Allerdings kannst du auch weiter spielen und nichts aus dir machen. Zweifel im Blick, gibt's kein Zurück. Ganz allein denkst du, was soll ich tun? Was mach ich bloß? Fragst du dich hilflos? Alles, was du willst, ändert sich nun. Von dem Moment an, auch wenn du es nicht willst, baust du Mauern auf um dich aus Einsamkeit. So wirst du das Pony, das du heute bist. Und aus deiner Vergangenheit hältst du den Spruch bereit. Was früher mal war, ist schmerzlich mir klar. Was wehtat, das bleibt bestehen. Was früher mal war, hilft manchmal sogar. Der Feiertag darf nicht vergehen. Hallo Geist, was soll ich denn tun? Snowfall Frost! Ich bin es, der Geist der Freundschaftsfeuerpräsente! Meinst du nicht Präsenz wie die Zeit? Nein, Spielzeug und Puppen, hier ein Cupcake! Na schön, Präsente. All die nutzlosen Dinge, mit denen Ponys ihre Zeit vergeuden. Oh, Snowfall, es kommt nicht auf das Geschenk an sich an, sondern darauf, was es bedeutet. Was soll denn ein Geschenk bedeuten? Es ist nur Kram. Ja, genau. Manchmal bedeutet ein Cupcake, ich liebe dich. Oder ein Spielzeug, hey, wie geht es dir? Oder ein Buch bedeutet, deine Mähne ist ja unglaublich. Und ein Schal kann bedeuten, naja, dass die wahrscheinlich ziemlich kalt ist. Das ist doch ganz leicht. Ich verstehe überhaupt nichts von dem, was du da sagst. Was ist denn plötzlich mit dir los? Mein Geist der Freundschaftsfeuerpräsente Sinn geht an. Das bedeutet, dass ich gleich ein Liedchen singen werde. Schau dich um, du wirst es nicht bereuen, keinen dieser Düfte darfst du scheuen, lass es zu, dein Herz wird dich erfreuen an dem herrlichen Freundschaftsfest. Auch Kleinigkeiten Freude machen, das wird hier sehr gern gesehen. Spielzeug, Kuscheln, warme Sachen, manch Erinnerung bleibt bestehen. Die Zeit ist reif für die Präsente, groß, mittel oder klein. Was in dem Leben wirklich zählt, muss nicht was Großes sein. Was es alles gibt, ist nicht zu fassen, dieses Fest darf keiner hier verpassen, denn auf eines könnt ihr euch verlassen. Es wird gelingen, das Freundschaftsfest. Mit den Getränken lässt sich's leben, ein jeder fühlt sich frei. Es macht glücklich abzugeben, probier's aus und sei dabei. Die Zeit ist reif für die Präsente, sie lassen niemanden kalt. Gemeinsamkeit ist gut und fördert den Zusammenhalt. Mit den Freunden hier zusammen zu sein. Was? Du weißt, dass du gerade Pinky imitiert hast? Quatsch, gar nicht. Also, was passiert da als nächstes? Nun ja, die Party war... Warte, können wir mal kurz unterbrechen? Ich muss mir noch etwas Kakao nachschütten. Oh, na schön. Aber mach schnell, jetzt kommt gleich das Beste.
spielen? Okay, bin bereit. Die Party war im vollen Gange. Snow Dash. Hey, Mary. Ach, was ist denn mit dir los, Schätzchen? Liegt's am Eierpunsch? Es ist wahrscheinlich zu viel Zimt drin. Oh, nein, der Eierpunsch war köstlich, Flatterholly. Ich bin nur sauer auf einen Pony, dass der Meinung ist, das Freundschaftsfeuerfest sei schrecklich. Ich behaupte mal, der Name dieses Ponys beginnt mit Snowfall und endet mit Frost. Sie sagt, das Freundschaftsfeuerfest sei nur ein Vorwand zum Feiern. Und wir sollten statt zu feiern daran arbeiten, Equestria zu einem besseren Ort zu machen. Wie soll laut Snowfall denn ein besseres Equestria aussehen? Ponys, die hart arbeiten und lernen und ihre Fähigkeiten zum Wohle Equestrias einsetzen. Ich finde, alles, was auf Snowfalls Liste steht, ist doch genau hier. Ich finde, ein perfektes Equestria ist fast wie eine Freundschaftsfeuerabendparty. Ich auch. Nur schade, dass es wohl die letzte sein wird. Für immer, 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 immer. Hey Geist, was meinst du damit? Was wird denn passieren? Wer bist du? Ich bin der Geist des Freundschaftsfeuers der Zukunft. Willst du mir etwa zeigen, wie die Zukunft des Freundschaftsfeuerfestes aussieht? Nein. Denn es gibt kein Freundschaftsfeuerfest, das ich dir zeigen kann. Wieso nicht? Du wirst dieses Ereignis erfolgreich auslöschen, wie du es dir wünschst. Und was passiert dann? Ich sehe den Wind in kalter Nacht. Trauertage so leer und still. Die Zukunft ist von dir gemacht. Ich sehe den Weg, den keiner will. Wie schön wär hier die Zukunft magisch. Und für Träume wäre Zeit. Doch die Tage hier verlaufen tragisch. Die Hoffnung stirbt durch Hass und Streit. Mit seinem größten Wunsch wär kein Pony mehr allein. Doch deinetwegen, Snowfall Frost, wird die Zukunft hier ein Albtraum sein. Indigos, die gibt es doch nicht. Das ist nur ein Märchen für Fohlen. Doch, und ob es sie gibt, Snowfall, und deine Tat erlaubt es ihnen zurückzukehren. Die Zukunft von Equestria liegt unter einer Decke aus ewigem Schnee. Nein, das hatte ich nie beabsichtigt. Ich hatte keine Ahnung. Ich wusste nicht, wie wichtig das Freundschaftsfeuerfest ist. Nein, bitte, Geist, ich habe den Zauber noch nicht gesprochen. Habe ich nicht noch Zeit? Es tut mir so leid. Ich habe noch Zeit. Oh Mann. Snowfall Frost? Ich hoffe, ich komme nicht zu spät zur Party. Ich habe auch Geschenke. Du? Ich glaube, ich hatte Unrecht mit dem Freundschaftsfeuerfest. Es geht dabei nicht nur um Lieder und Geschenke. Mit den Liedern und Geschenken feiern wir die Ponys in unserem Leben. Die Ponys, auf die wir vielleicht öfter hören sollten. Unsere Freunde. Wow! Ein Drachenzehennagel? Danke. Ich war etwas in Eile. Nächstes Mal wird's besser. Blödsinn! Ich habe noch nie einen Drachenzehennagel geschenkt bekommen. Das ist Wahnsinn! Na komm, trink Eierpunsch. Und von nun an war Snowfall an allen Freundschaftsfeuerfesten das freundschaftsfeuerlichste Pony von allen. Und Ende. Nun, das war's. Danke, dass du mir zugehört hast. Dann mal gute Nacht. Spike und ich gehen jetzt runter. Und wenn du doch möchtest, kannst du dich ja zu uns gesellen. Willkommen auf der Party. Ein fröhliches Freundschaftsfeuerfest. Ein fröhliches Freundschaftsfeuerfest.
Das Freundschaftsfest will überraschen, Geschenke sollen erfreuen. Sind Freunde füreinander da, ist niemand hier allein. Denk nicht an die Vergangenheit, leb hier und jetzt und nutz die Zeit. Halt dich für die Träume stets bereit und lass uns Freunde sein. Leute, heute feiern wir das Freundschaftsfeuerfest steht bevor. Denn zusammen sind wir hier. Das Freundschaftsfeuerfest steht bevor. Zu guter Letzt, da feiern wir jetzt ein Freudenfest. Das Freundschaftsfeuerfest steht bevor. Das Der Freundschaftsfeuerabend wäre jeden Tag. Es gibt so viel zu sehen. Ich habe das Gefühl, meine Augen kommen gar nicht so schnell hinterher. Ich habe eine Idee. Wir spielen Ich sehe was, was du nicht siehst. Und ich fange an. Ich sehe eine riesige Zuckerstange. Ich sehe ein Schneepony. Ich sehe ein Pony, das gerade ein Lebkuchenhaus isst. Das bin ich. My little pony, my little pony. Unglaublich, dass Prinzessin Celestia uns auserwählt hat, ausgerechnet beim wichtigsten Stück mitzuspielen. Wisst ihr, was das für eine Ehre ist? Und zwar für uns alle. Oh, oh, ich wünschte, sie hätte mich nicht so sehr geehrt. Ich kann da nicht raus. Ich will nicht, dass mich alle Ponys anstarren. Aber Fluttershy, es gibt keinen Grund, nervös zu sein. Nicht? Natürlich nicht. In jeder Stadt von Equestria bereiten Ponys ihr eigenes Historienspiel für den Freundschaftsfeuerabend vor. Das ist Tradition. Du meinst, sie haben zu viel zu tun, um sich unser Stück anzusehen? Nicht doch. Wir treten im Historienspiel von Canterlot auf, der größten Produktion von Equestria. Es werden sehr viele Ponys kommen, um uns zu sehen. Sehr viele? Hunderte. Hunderte? Vielleicht sogar Tausende. Ah! Oh, meine Haare! Applejack, sei so lieb und schließ das Fenster, ja? Rainbow Dash! Rainbow Dash! Ja! Dankeschön! Dankeschön! Hey, wir spielen die Gründung von Equestria nach. Das ist nicht die Rainbow Dash Show. Es sollte aber die Rainbow Dash Show sein. Ich bin der Star. Fluttershy, du musst jetzt wirklich da rauskommen. Vorhang in 2 Minuten. Violet, lass mich das machen. Meine Haare! Pinky! Bei diesem Historienspiel geht es um Harmonie und Freundschaft. Mach das Fenster zu! Vor langer Zeit, lange vor Celestias friedlicher Regentschaft und bevor die Ponys unser zauberhaftes Equestria entdeckt hatten, kannten die Ponys keine Harmonie. Es war eine dunkle und seltsame Zeit. Eine Zeit, in der die Ponys zerstritten waren durch Hass. Ja, nicht zu glauben, oder?
Während dieses schlimmen Zeitalters kümmerte sich keiner der Stämme, weder die Pegasi oder die Einhörner noch die Erdponys darum, was den anderen Stämmen widerfuhr. Ihnen war nur ihr eigenes Wohlergehen wichtig. Sowohl zur damaligen Zeit als auch heute herrschten die Pegasus-Ponys über das Wetter. Aber damals verlangten sie dafür eine Gegenleistung, Nahrungsmittel. Und diese wurden von den Erdponys angebaut. Unglaublich. Die Einhörner verlangten das Gleiche. Eine Gegenleistung dafür, dass sie auf magische Weise Tag und Nacht kontrollierten. Und so baute sich Misstrauen zwischen den Stämmen auf, bis eines schicksalhaften Tages das Fass überlief. Doch was brachte die Ponys auseinander? Es war ein mysteriöser Schneesturm, der das Land überzog und den wackeligen Frieden zwischen den Stämmen zerstörte. Die sonst so fleißigen Erdponys konnten ihr Land nicht mehr bewirtschaften. Diese armen Ponys froren sehr. In der Heimat der Pegasi war es auch nicht viel besser. Die Pegasi hatten Hunger. Auch die Einhörner froren und hatten Hunger. Selbst die Magie der Einhörner war machtlos gegen den Sturm. Jeder Stamm gab dem anderen die Schuld an seinem Leid. Und je wütender die Ponys wurden, desto schlimmer wurde der Schneesturm. Sie beschlossen, ein großes Gipfeltreffen zu veranstalten, um einen Weg zu finden, wie sie den Schneesturm bewältigen können. Dort erschienen die Anführerinnen jedes Stammes. Die Tochter des Königs der Einhörner, Prinzessin Platinum. Die Herrscherin der Pegasi, Commander Wirbelsturm. Und nicht zu vergessen, die Anführerin der Erdponys, Pony Nummer 1, Puddingkopf. Vielleicht konnten die drei Stämme den Streit endlich aus der Welt schaffen und gemeinsam diese Katastrophe bewältigen. Ich will nur wissen, wieso die Erdponys die ganzen Nahrungsmittel horten. Wir horten keine Nahrungsmittel, sondern ihr. Oh, warte, doch, wir tun's. Tja, das liegt nur daran, dass ihr gemein Pegasus wie verrückt schneien lasst. Zum 100. Mal, das ist nicht unsere Schuld. Wir lassen es nicht schneien. Das sind bestimmt die Einhörner. Die machen das mit ihrer komischen Magie. Wie kannst du es wagen? Im Gegensatz zu euch ungehobelten Pegasi würden wir Einhörner uns nie dazu herablassen. Auf gar keinen Fall. Wenn ihr nicht Erdponys nicht damit aufhören wollt, uns mit euren seltsamen Kräften einzufrieren, dann fällt mir auch nichts mehr ein. Was für eine Überraschung! Ein Erdpony, dem nichts mehr einfällt. Commander Wirbelsturm, hör bitte mit den Beleidigungen auf. Du bist nicht mein Boss, eure königliche Hochnäsigkeit. Wie hast du mich gerade genannt? Ich bin eine Prinzessin, so lasse ich nicht mit mir reden. Moment, ich gehe zuerst. Nein, ich gehe zuerst. Und der Schneesturm wütete weiter. Das große Gipfeltreffen der Stämme lief leider nicht so gut, wie erhofft. Die Anführerinnen kehrten nach Hause zurück, um sich ihre Wunden zu lecken. Und um sich zu beklagen, natürlich. Achtung! Und? Willst du nicht wissen, wie es gelaufen ist? Oh, Commander Wirbelsturm, Sir. Wie ist es gelaufen? Sir. Schrecklich! Die anderen Anführerinnen sind so respektlos. Ist denen nicht klar, dass wir ein mächtiger Stamm von Kriegern sind, die man nicht hintergehen soll? Wir müssen uns von diesen schwachen Ponys trennen. Clover, die Clevere, ich brauche dich. Ja, Eure Majestät. Sind die Stämme zur Vernunft gekommen, wie ich vorausgesagt hatte? Diese anderen Stämme sind unmöglich. Ich ertrage es nicht länger, auch nur in der Nähe dieser einfältigen Kreaturen zu sein. Die Einhörner sind edel und majestätisch. Wir werden uns auf keinen Fall mehr mit denen abgeben. Wäre es nicht einfacher gewesen, die Tür zu benutzen? Tja, für dich vielleicht, Schlaukeks, aber ich bin das Pony Nummer 1. Die anderen haben mich gewählt, weil ich um die Ecke denken kann. Und das heißt, dass ich sogar denken kann, wenn ich im Kamin bin. Kannst du denken, wenn du im Kamin bist? Das hatte ich auch nicht erwartet. Du meine Güte, mach dich auf was gefasst.
denn ich werde gleich total genial sein! Das wäre mal was Neues. Ich habe entschieden, dass die Erdponys alleine klarkommen sollen. Oh, die anderen Stämme haben also nicht eingelenkt. Schade. Ich habe wirklich gedacht, wir würden zu ihnen durchdringen. Mach dir um sie keine Sorgen. Wie sind die mit den Nahrungsmitteln, richtig? Tja, ehrlich gesagt haben wir nichts mehr. Na gut, dann gehen wir eben woanders hin, wo wir wieder was anpflanzen können. Und ich bin eure furchtlose Anführerin. Was soll da schon schief gehen? Womit soll ich anfangen? Das Problem ist, wir müssen ein neues Land finden! Komm schon, Fähnrich! Schwing die Hufe! Und eins und zwei! Nun reiß dich mal zusammen, Fähnrich! Wir dürfen uns auf keinen Fall von unserer Mission ablenken lassen! Wir müssen ein neues Land finden und, wenn nötig, es erobern! Es erobern? Man kann nie wissen, wo der Feind lauert! Ich sehe aber nirgendwo Feinde. Nur Schnee. Aha! Wer ist das? Okay, das wird langweilig. Ach, dieser Schnee nimmt einfach kein Ende. Meine Hufe machen mich fertig. Och, wie lange laufen wir schon? Ungefähr 5 Minuten, Eure Hoheit. Ach, ein neues Land zu finden ist schwerer, als ich gedacht hatte. Aber es ist die Mühe wert. Glaubst du nicht auch? Ehrlich gesagt finde ich, dass die drei Stämme sich mehr Mühe hätten geben können. Anhalten! Was ist los? Das ist los. Sieh doch! Eure Hoheit, das ist nur ein Flüsschen. Wir können es ganz leicht überqueren. Ich mache mir auf keinen Fall meinen Umhang nass. Ich will nicht in meinem neuen Land ankommen und wie ein ungepflegtes Erdpony aussehen. Oder schlimmer noch, ein wildes Pegasus-Pony. Ich habe ganz sicher nicht die Absicht, mich auf ihr Niveau herabzulassen. Allerdings gäbe es eine Möglichkeit, wie du mich darüber kriegst. Und pass auf den Umhang auf. Der ist mehr wert als all die Bücher in deiner Bibliothek. Ja, ja. Das ist auf jeden Fall die richtige Richtung. Ich glaube, wir laufen im Kreis. Aber das ist unmöglich. Willst du damit andeuten, dass ich die Karte falsch lese? Absolut nicht, Eure Wichtigkeit. Es ist nur so, dass da Löcher in der Karte sind und... Natürlich! Wie soll ich sonst sehen, wo ich hingehe? Ja, Oder reden. Ich muss doch reden können. Ich meine, wie sollen wir überleben, wenn ich plötzlich den Mund halten müsste? Hoffen wir, dass das nie passiert, Eure Wichtigkeit. Es ist nur so, dass die Karte auch falsch herumhängt. Ich habe eine Neuigkeit für dich, Schlaukeks. Die Erde ist rund. Es gibt kein Oben oder Unten. Da hast du wohl recht. Ich bin ja so erleichtert, dass du uns mit der Karte den Weg weist. Erleichtert? Du brauchst keine Erleichterung. Wenn hier jemand Erleichterung braucht, dann ich. Ich bin Pony Nummer 1, ein großes Tier. Du bist nur meine, Sekretärin. Was auch immer. Übernimm du die Karte und ich genieße die kleine Erleichterung. Ja, Eure Wichtigkeit. Und so traf jede Anführerin unterwegs auf Hindernisse. Aber irgendwann kamen sie alle in ein neues und wundersames Land. Kein Pony hatte dieses Paradies je zuvor gesehen. Das ist das neue Land, das wir gesucht haben. Was für eine Aussicht. Ich kann mein zukünftiges Haus von hier sehen. Ab sofort heißt dieses neue Land Pegasopolis. Ich habe noch nie solche Edelsteine gesehen. Dieser Rubin ist überwältigend. Dieses ganze Land ist überwältigend. Ich bin doppelt überwältigt. Im Namen der Einhörner taufe ich dieses Land hier mit Unicornia. Diese Luft, diese Bäume, diese Erde. Das hier ist die schlammigste Erde, die es auf der ganzen Welt gibt. Und fruchtbar ist sie auch, perfekt zum Bepflanzen. Im Namen der Erdponys nenne ich diesen Ort, glaube ich, Schlammstadt. Wie wär's mit Erde? Erde! Ich beglückwünsche mich, dass mir dieser tolle Name eingefallen ist. Das ist jetzt unser neues Zuhause. Ich habe meine Flagge zuerst aufgestellt. Hast du nicht? Oh, doch. Ich habe meine schon lange vor euch aufgestellt. Ihr habt euch unerlaubten Zutritt zu Unicornia verschafft. Dieses Land heißt Pegasopolis. Erde. Pegasopolis. Unicornia. Dann lasst uns um das Land kämpfen. Möge das beste Pony gewinnen. Das ist barbarisch. Klo,
Nova die Clevere, wirf diese Aufständische in den Kerker. In welchen Kerker? Hört zu, vielleicht sollten wir erstmal zur Ruhe kommen. Sehe ich auch so. Beruhigen wir uns erstmal. Ich bin auch fürs Beruhigen. Ich stelle dich wegen Ungehorsam vors Kriegsgericht, Fähnrich Flatterschei. Und wir klären das gefälligst auf dem Schlachtfeld. Er wagt es, einen Schneeball auf eine Prinzessin zu werfen. Momentchen mal, wo kommt dieser ganze Schnee überhaupt her? Oh nein, nicht schon wieder. Und so war das Paradies, das die Ponys gefunden hatten, bald wieder verloren. Begraben unter einer dicken Schneedecke und verletzten Gefühlen. Es war gar nicht mehr schön, sondern nur noch schneebedeckt. Es war nicht mehr traumhaft, sondern trostlos. Es war nicht mehr eindrucksvoll, sondern eisig. Und es war nicht mehr... Wir haben es verstanden. Mach weiter! Die Ponys waren gezwungen, sich zu schützen. Sie suchten überall. Aber das Einzige, was sie fanden, war eine völlig verlassene und kalte Höhle. Natürlich mussten sich die drei Stämme die Höhle teilen. Und kein Pony war darüber sehr erfreut. Bitte, Commander Hitzkopf. Ich heiße Commander Wirbelsturm. Bitte, Commander, tritt einen Schritt zurück und lass mir meinen königlichen Raum. Etwa so, Eure Hoheit? Natürlich nicht. Siehst du diese unsichtbare Linie? Fähnrich, markiere unser Gebiet, damit alle Ponys es sehen können. Seht ihr diese gar nicht unsichtbare Linie? Keine Einhörner oder Erdponys dürfen sie überqueren. Das ist Hoheitsgebiet von Pegasopolis. Clover die Clevere? Staukeks! Schon gut, schon gut. Was machst du denn da? Nicht drumherum, direkt drüber. Der Feind kriegt keinen Zentimeter meines Landes. Dieser Stein liegt eindeutig auf der Unicornia-Seite der Höhle und die gehört uns. Wer weiß, da könnten Edelsteine drin sein. Oh, ich beanspruche diesen Stein für Pegasopolis. Übergib mir auf der Stelle diesen Stein, du kleine Diebin. Oh, ihr habt meinen Stein gefunden. Ich habe ihn schon überall gesucht. Hey, du bist in unser Gebiet eingedrungen. Wer es findet, darf's behalten. Also jetzt reicht es mir aber. Gib mir meinen Stein. Gib mir den Stein. Das ist mein Stein. Na toll, jetzt kommen wir hier nicht mehr raus. Das war's. Ihr zwei habt dieses schreckliche Schicksal verdient. Ihr habt nichts getan, als zu streiten und zu kämpfen. Du hast auch gekämpft, Eure Hoheit. Ja, total. Ich hab nicht mal annähernd so viel gekämpft wie du. Oh, das ist doch lächerlich. Ein Einhorn lässt sich nie zu einem Kampf herab. Ja, weil ihr schwachen Einhörner wisst, dass ihr eh nicht gewinnen könnt. Und Erdponys sind Dummköpfe. Pegasi sind Rüpel. Einhörner sind Snobs. Was ist denn das für ein Ding? Das müssen Windigos sein. Windigos? Mein Lehrmeister Starswall der Bärtige hat mir von ihnen erzählt. Sie sind Wintergeister, die sich von Streitereien und Feindschaften ernähren. Je mehr Hass der Geist spürt, desto kälter wird es. Dann sind wir schuld. Wir haben diesen Schneesturm durch unsere ewigen Streitereien zu uns nach Hause geholt. Jetzt zerstört er dieses Land auch noch. Und unsere Körper werden so kalt wie unsere Herzen. All das nur, weil wir so dumm waren, uns zu hassen. Naja, euch hasse ich nicht. Wenn ich überhaupt jemanden hasse, dann schon eher Commander Wirbelsturm da drüben. Eigentlich hasse ich sie auch nicht. Ich kann sie nur wirklich, 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 wirklich nicht leiden. Also ich hasse euch auch nicht. Ich euch auch nicht. Streitereien hin oder her, wir sind alle Ponys. Oh!
wusste gar nicht, dass Einhörner das können. Ich auch nicht. Sowas ist noch nie zuvor geschehen. Aber ich weiß, dass es nicht nur an mir liegen kann. Wir drei waren es zusammen. Unser Verständnis und unsere Freundschaft. Die ganze Nacht lang ließen die drei Ponys das Feuer der Freundschaft lodern, indem sie sich Geschichten erzählten und Lieder sangen, die natürlich später zu den Winterliedern wurden, die wir heute noch alle singen. Irgendwann erreichte die Wärme des Feuers, der Gesang und das Lachen auch die Anführerinnen und das Eis um ihre Körper begann zu schmelzen. Sogar ihre Herzen wurden erwärmt. Die drei Stämme einigten sich, das schöne Land miteinander zu teilen und für immer und ewig in Harmonie zu leben. Und gemeinsam tauften sie ihr neues Land Equestria! Yeah! Die Freundschaft ist, wer wüsste das nicht? Ein Gut, das uns eint, welches niemals zerbricht. Ein Streit, der entsteht, vergeht und verfliegt, weil unsere Einigkeit stets obsiegt. Drum sind wir Ponys auf ewige Zeit zur Freundschaft bereit, die niemand und nichts geehrt fühlen, dass Prinzessin Celestia uns auserwählt hat. Sie scheint zu denken, dass unsere Freundschaft für andere vorbildlich ist. Oh, Applejack, ich dachte, du hättest das Fenster zugemacht. Ist nicht meine Schuld. Rainbow Dash sollte rauffliegen und sie schließen. Wozu hat sie Flügel? Wieso bin ich für alles verantwortlich, was oben ist? Twilight kann zur Abwechslung mal ihre Magie einsetzen. Wisst ihr was? Ich mach's zu. Ponystimmen in der Nacht, die Freundschaftsfeuer werden heute entfacht. Kommt schon, Freunde, lasst uns singen! La 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 la. Nicht alle Lebewesen feiern auf dieselbe Art, weißt du? Ja, Drachen feiern keine Ponyfeiertage. Klar tun wir das. Ich liebe den Freundschaftsfeuerabend. Es geht um Freunde und Geschenke, Familie und Geschenke. Es geht auch darum, zusammen zu sein und alle Unterschiede zu vergessen. So wie die Erdponys, Pegasi und Einhörner es am ersten Feiertag auch taten. Oh, bringen wir deshalb ein Freundschaftsfeuer an der Baumspitze an, um uns an unsere Einheit zu erinnern? Und? Weil es so cool aussieht. Es ist mein liebster Tag im ganzen Jahr. Nicht, dass ich die anderen nicht mag. Dienstage sind auch toll. Jonah mag jeden Tag in den Winterferien. Genau, 2 Wochen ohne Unterricht. Wie soll Ocellus das überleben? Ihr werdet sicher alle die Ferien mit eurer Familie genießen und gemäß eurer Traditionen feiern. Würdet ihr bitte alle mal herhören? Der Unterricht ist beendet. Fröhliche Feiertage und bis nach den Ferien. Und für alle, die Equestria sogar verlassen... Ja, müsst ihr nicht langsamer zum Zug? Wenn ihr den verpasst, wird es ein ziemlich langer Fußmarsch. Geht packen, dann bringen wir euch zum Bahnhof. Ja, so, los, komm schon. Aber Zug besser warten. Hey, Leute, wartet! Das ist sicher die neue Fliege, die ich wollte, oder? Da musst du wohl noch abwarten. Klar warte ich, aber bis dahin kann ich weiter schütteln. My little pony, my little pony. My little pony. Ich fragte, wozu Freundschaft gut sein kann. My little pony. Doch dann bot er die Freundschaft mir an. Abenteuer, Spaß und Spiel und etwas.
allem ganz viel. Lieb und freundlich zueinander sein. Und obendrein gibt's Zauberei. Seine allerbesten Freunde seid ihr. Was ist passiert? Alles ist ruiniert. Das ist passiert. Und ganz offensichtlich war das auch kein Versehen. Irgendein Pony muss hier oben gewesen sein. Da drüben! Da draußen! Da sind die Schüler untergebracht. Du kannst jetzt aufgeben, egal wer du bist. Wir haben dich umzingelt. Hallo? Ist da jemand? Ich gehe zur Hintertür. Was ist denn? Etwa noch eine Deko-Party? Ist irgendjemand hier reingekommen? Naja, ja. Wir alle natürlich. Zum Packen. Weil du das ja so wolltest. Nein, danach. Habt ihr was gehört? Uh-uh. Was ist denn? Jona, alle gepackt! Stimmt irgendwas nicht? Die Türen sind dicht. Da kommt niemand raus. Aber derjenige ist doch hier reingekommen. Wir haben ihn gesehen. Aber was ist denn geschehen? Wow, das ist aber echt uncool. Und der Verursacher rannte in euren Trakt hinüber. Niemand ging hinaus. Und ihr alle seid auch immer noch hier. Und deshalb muss es einer von euch gewesen sein. Aber wieso will uns einer von euch den Freundschaftsfeuerabend zerstören? Nein, ich war nicht. Jack ist nicht gewesen. Jona beleidigt von Anschuldigungen. Wir wissen überhaupt nichts. Vielleicht war es noch nicht mal Absicht. Aber ich will demjenigen, der es war, die Chance geben, es zu erklären und die Wahrheit zu sagen. Ich will es euch leicht machen. Schließt die Augen. Gut, wer es gewesen ist, hebe den Huf. Oder die Kralle. Oder was auch immer. Ach, komm schon, Spike. Wir müssen wohl... Spike, öffne deine Augen. Was? Oh. Was ist mit mir? Ihr könnt sie alle öffnen. Nur hat keiner die Verantwortung für dieses Chaos übernommen. Daher müsst ihr alle helfen, aufzuräumen, bevor ihr heimfahren könnt. Was wolltest du denn? Wieso soll ich denn hier bleiben? Oh, aber die Ferien beginnen. Einer nach dem anderen kommt ins Büro, während ihr putzt. Ehrlichkeit ist eines der Elemente der Harmonie. Daher möchten wir euch die Chance geben, die Wahrheit zu sagen. Und wenn wir wissen, wer es gewesen ist, dann wartet. Was werden wir dann machen? Wir werden den Schuldigen über die Ferien nicht nach Hause fahren lassen. Sie oder er wird während dieser Zeit Einzelunterricht erhalten. Aber was, wenn keiner von uns gesteht? Dann wird wohl keiner von euch nach Hause fahren können. Dann werdet ihr alle hier bleiben. Na schön. Gehen wir der Sache auf den Grund. Wer möchte zuerst befragt werden? Ich komm mit. Besser als putzen. Wisst ihr was, Leute? Wollen wir vielleicht ein Spiel daraus machen? Wer als erster mit Wischen fertig ist? Juhu! Jack gewinnt! Jack, Beste im Putzen! Sparen wir uns die Zeit und kommen zur Sache. Wer von euch ist es gewesen? So etwas Schreckliches würde ich nie tun. Ich liebe den Freundschaftsfeuerabend. Und nichts wird mich davon abhalten, nach Hause zu fahren. Hä? Ich habe nicht gewusst, dass Wechselponys den Abend auch feiern. Oh ja, unser Lieblingsfeiertag. Na ja, seit Twilight ihn uns letztes Jahr erklärt hat. Wir haben von ihr äußerst exakte Anweisungen bekommen.
Wir wünschen euch viel Spaß am Freundschaftsfeuerabend. Diese Anleitung soll euch helfen, die schönste Feier der Pony-Geschichte zu genießen. Der Tag beginnt damit, dass Familien ihren Baum aufstellen. Ihr habt Durst? Es hilft, im Feiertagspunsch zu baden. Vor dem Schlafengehen tauschen alle Ponys Geschenke aus. Aber nirgendwo steht, wie lange das jetzt genau dauern soll. Und zum Ende der Feier errichtet man ein Lagerfeuer, das dann hell erleuchtet strahlt. Dann singt man Lieder. Lieder, 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 Lieder. Ich glaube, ihr habt da das ein oder andere missverstanden. Vielleicht haben wir nicht alles genauso gemacht, wie ihr es tut. Aber wir haben etwas Eigenes erschaffen. Und ich kann es kaum erwarten, das zu wiederholen. Wenn wir jemals hier rauskommen. Ocellus, du bist dran. Was ist passiert? Was soll passiert sein? Ich war's halt nicht. Jonas müde vom Baden. Jacks immer zu Hause an Feiertagen. Wie ist der Freundschaftsfeuerabend in Jak-Jakistan, Jona? Jacks anders. Unser Feiertag viel besser. Der heißt Snilderfest. In Nacht davor Jacks alles zertrümmern und legen auf großen Haufen. Dann morgens nochmal zertrümmern. Und am Nachmittag nochmal zertrümmern. Am Abend... Also geht es bei euch nur ums Zertrümmern, wie bei all euren Feiertagen. Nein, die kommt greif auf die Idee. Bei Snilderfest, es geht um so viel mehr. Im letzten Jahr, wir hatten wirklich perfekteste Snilder aller Zeiten. Ganze Familie. Opa, Oma Jack, Jonas Bruder, Schwester, Mutter, Vater Jack. Alle gehen in den Wald, singen Jacklied. Jacklied, Jacklied, nicht so lang, nicht nochmal. Suchen perfekten Trümmerbaumstamm aus. Dann jagst du Trümmern alle. Dann jagt Familie, bauen perfekte Schneefestung und zertrümmern alles. Danjaks hängen perfekte Dinge an perfekten Mooshaufen und zertrümmern alles. Was denkt ihr, Jacks sind? Barbaren? Mooshaufen ist besonderes Familienritual. Letztes Jahr nur Ritual für Jona. Ganze Jack-Familie versammeln sich um Jona und flechten Jonas Mähne zum ersten Mal. Also zusammengefasst, bei euch dreht sich alles ums Zertrümmern und Familiendinge. Zwei perfekte Dinge an einem Fest. Fröhliches Snilderfest. Ich wünsche dir ein fröhliches Snilderfest. Es ist so cool, die Traditionen von Freunden kennenzulernen. Ja, aber einer dieser neuen Freunde hat uns allen Ärger eingebracht und er sollte besser gestehen. Sandbar? Tut mir leid, aber sie wollen dich als Nächsten sehen. Wieso willst du eigentlich nach Hause? Du hast doch gesagt, Drachen haben gar keine Feiertage. Oder doch? Nee. Das ist so schade. Ihr müsst im Winter doch auch Spaß haben. Naja, wir haben auch ein Fest des Feuers. Alle Drachen kommen zusammen und erzählen Geschichten. Und für die Beste gewinnt man einen Haufen Juwelen. Oh, wie war die von letztes Jahr? Naja, sie hieß, ein Traum wird wahr. Komm schon, die musst du uns allen erzählen. Na schön. Vor langer, langer Zeit gab es mal ein kleines, trauriges Drachenmädchen. Das Drachenmädchen hieß Schuppe. Es lebte allein in der Wildnis und hatte nichts zu essen. Doch eines Nachts, als sie allein einem Sturm trotzen musste, hörte sie etwas. Es war der Drachenlord. Schuppe hatte Angst, aber der Drachenlord sagte ihr, das sei unnötig.
denn er würde sie mit ins Drachenland zu einem großen Festmahl mitnehmen. Also saß Schuppe bei der Familie und Freunden des Drachenlords und genoss das größte, beste Juwelenabendessen, das sie je gegessen hat. Dann, als die Drachen ihre Geschichten erzählten, erkannte Schuppe, wie leicht es wäre, dem Drachenlord die Macht zu entreißen, so abgelenkt und schwach, wie er gerade war. Als sie diese Chance sah, nutzte sie sie. Sie ergriff das Blutsteinzepter, übernahm das Drachenland und zwang den Drachenlord, in der Kälte zu leben, so wie sie es einst tun musste. Diese Geschichte ist ja ganz furchtbar. Vielleicht für euch, aber Drachen hören sehr gern, wie schwache Kreaturen besiegt werden. Silverstream! Na komm, gehen wir. Und, bist du es gewesen? Was? Niemals. Wieso denn auch? Du lebst doch eh in Ponyville. Hier zu bleiben ist für dich keine große Sache. Schule der Freundschaft ein guter Ort für Pony, um Ponyfeiertag zu feiern. Ich wäre trotzdem lieber bei meiner Familie zu Hause. Oh, da fällt mir was ein. Ich habe die beste Feiertagsgeschichte überhaupt. Sie heißt... Der Tag, an dem meine Freundschaftsfeuerpuppe fast ins Feuer gefallen ist. Kurz bevor wir schlafen gingen, setzten meine Mom, mein Dad und meine Schwester unsere Freundschaftsfeuerpuppen auf den Kaminsims. Wie wir es jedes Jahr tun. Aber in diesem Jahr hatte ich meine Puppe zu nah an den Rand gesetzt. Und sie fiel hinunter. Und? Sie fiel auf den Boden, aber sie wäre beinahe im Feuer gelandet. Was für eine tolle Geschichte. Und du hast sie gut erzählt. Ja, ein Freundschaftsfeuerabendwunder. Der Nächste. Smolder, komm mit. Jona, Twilight wartet auf dich. Die letzten zwei. Wenn von den beiden keiner gesteht, bedeutet das, dass wir nicht nach Hause kommen. Wir werden ewig hier bleiben. Ja, noch länger als ewig. Aber ich darf die 3 Tage Freiheitsfeier nicht verpassen. Und wie viele Tage geht die Feier? Sie hat früher mal nur einen Tag gedauert, aber jetzt feiern wir unsere Flucht vor dem Sturmkönig 3 ganze Tage voller Unglaublichkeiten. Seht ihr? Es gibt dazu auch ein Buch? Mhm. Königin Novo hat es für den Berg Aris Tourismusverband drucken lassen, um alles zu erklären. Wir verbringen die erste Nacht in Sequestria und danken dem Ozean, dass er uns vor dem Sturmkönig beschützt hat. Ach, mit Seetänzen, Walgesang, Muschelketten und vielen anderen Dingen. Den 2. Tag verbringen wir auf Berg Aris. Mit Himmelstänzen und einem Windlied auf den Anhöhen des Einklangs, um unseren Sieg zu feiern. Dann, am 3. Tag, feiern alle Lebewesen zusammen auf dem Land und im Meer. Großeltern und Eltern und Schwestern, Onkel, Brüder, bekannte Nachbarn und Cousinen. Und am Ende der Nacht verteilt Königin Novo Geschenke. Warte, Moment. Cousinen? Was ist das denn? Die Kinder deiner Onkel und Tanten. Sie sind ein Teil deiner Familie. Oh, du willst uns wieder ärgern, oder? Ich wette, keine von euch hat gestanden. Oh, Schulleiterin Twilight sagt warten. Vielleicht ändern sie ihre Meinung und wir dürfen doch nach Hause. Aber wieso denn? Seht es ein, wir sitzen fest. Aber, ich muss doch nach Hause. Meine Mom macht die besten Kelbkrapfen. Wie könnt ihr eigentlich so cool bleiben? Wir sind sauer. Wir zeigen es nur anders. Ich glaube eher, ihr zeigt es gar nicht. Was will Pony damit sagen? Vielleicht war es ja nicht nur einer von euch. Vielleicht wart ihr ja sogar zu dritt und wollt eure Schuld verstecken, indem ihr nicht wütend seid. Ja, das ergibt Sinn. Leute, aufhören. Oder der es getan hat, tut einfach nur so, als wäre er aufgebracht, um uns zu täuschen. Wär ich? Aber ich war's nicht.
kommt schon, lasst es gut sein. Wie? Also, was ist das denn sehr bei schuldig. Ja, klar, wir waren es. Nein. Komm schon. Ocellus, du weißt, du warst es. Jetzt gib es zu. Deine. Hört auf. Ich sagte, hört auf zu streiten. Darum geht es an einem Feiertag doch nicht. Ob ihr ihn so oder so nennt. Oder wie er von euch gefeiert wird. Wisst ihr eigentlich, was für ein Glück ihr alle habt? Mit euren Geschichten vom Teilen und Freundlichkeit und Beisammensein mit anderen, die euch wichtig sind. Aber bei Greifen ist das auch so, oder nicht? Gibt's nicht einen Feiertag zu Ehren des Mondes? Das Blaumondfest, richtig. Der einzige Tag im Jahr, an dem Greifer mal nett zueinander sind. Naja, so nett, wie wir sein können. Die Familien essen zusammen und dann meckern sie über das Essen. Und schenken sich Sachen, die sie nicht mögen. Alle versuchen, sich mal nicht anzuschreien. Tja, zumindest bist du bei deiner Familie. Nein, denn ich habe gar keine Familie. Was ist mit Großvater Gruff? Das ist nur sein Name. Er ist nicht der wirkliche Großvater von irgendeinem Greif. Ich dachte immer, ich gehöre gar nicht nach Greifenstein. Dann kam ich hierher und, naja, habe euch getroffen. Deshalb will ich in den Ferien nicht nach Hause. Und deshalb war ich es. Greif hat alle Deko zerstört! Ja, ich bin's gewesen. Ich habe einfach Klebepulver genommen. Also war's gar nicht, Ocellus? Wieso wolltest du uns alles verderben? Das habe ich gar nicht gewollt. Ich dachte, wenn ich Chaos anrichte, müssten wir bleiben, um aufzuräumen. Dann wären wir noch länger zusammen. Hat ja auch geklappt, oder nicht? Besser, als ich dachte. Und als Twilight vorhatte, die Ferien zu canceln, hätte das bedeutet, dass wir zusammenbleiben. Unsere ganzen Ferien über. Deshalb habe ich nicht gestanden. Aber wieso gibst du es dann jetzt zu? Ich hasse es, euch streiten zu sehen und dass ihr euch beschuldigt. Das ist das Gegenteil von dem, was die Feiertage bedeuten. Naja, außer deinem, Smolder. Aber ich kann euch nicht alle von euren Familien und eurem Zuhause fernhalten, nur weil es mir so geht. Es tut mir leid. Und keine Sorge, ich werde es unseren Lehrern schon sagen. Das musst du nicht. Wir wissen es doch schon. Wir haben es ja eigentlich schon vermutet. Aber wir wollten dir die Chance geben, die Wahrheit zu sagen. Und ich bin sehr stolz auf dich. Und auch darauf, dass du offenbar in Professorin Applejacks Ehrlichkeitsunterricht aufgepasst hast. Aber du musst alles wieder gut machen und bekommst in den Ferien extra Freundschaftsunterricht. Einzelstunden. Ich bleibe bei ihm. Ich auch. Jonah Jack bleibt auch. Und ich. Was? Gut, na schön. Ich denke mal, Ponyfeiertage sind gar nicht so schlecht. Jetzt kannst du endlich erleben, wie es ist, den Freundschaftsfeuerabend mit sehr guten Freunden zu verbringen. Sieht aus, als hätten sie keinen Extraunterricht nötig. Da ihr offenbar wisst, dass es bei dem Fest um das Zusammensein geht, wäre es mir eine Ehre, wenn ihr alle zusammen mit meinen besten Freunden an unserem Feiertagstisch sitzt. Nachdem wir sauber gemacht haben. Hey, das erinnert mich an noch eine Geschichte. Damals hätte ich beinahe Traubensaft auf einer weißen Couch verschüttet. Hat sie denn ein trauriges Ende? Ich glaube nicht, dass Ponygeschichten traurig enden. Will Gallus, dass Jonah ihm Federn flechten? Passe. Das ist der Freundschaftsfeierabend. Spike, wach auf! Wach auf, wach auf! Heute ist der Winter-AD-Tag! Mami? Winter-AD-Tag! Du bist nicht meine Mami. Spike, morgen ist schon der erste Frühlingstag. Deshalb beseitigen alle in Ponyville die Winterspuren. Wach auf, wir wollen anfangen! Winterspuren beseitigen? Wieso denn beseitigen? Benutzen die hier keine Magie, um die Jahreszeiten zu wechseln, so wie wir in Canterlot? Nein, Spike. Ponyville wurde von Erdponys gegründet. Sie benutzen seit Ewigkeiten keine Magie mehr, um den Winter zu vertreiben. Das ist Tradition hier.
Ist doch lächerlich. Keine Magie. Okay, mal sehen. Schal hab ich. Sattel hab ich. Stiefel hab ich. Spike will nicht aufstehen und schläft weiter. Hab ich. Ich bin richtig gut organisiert. Ich bin bereit. In aller Herrgottsfrühe. Oh, vielleicht ein bisschen zu frühe. My little pony, my little pony. Abenteuer, Spaß und Spiel und etwas fürs Herz, von allem ganz viel. Lieb und freundlich zueinander sein und obendrein gibt's Zauberei. Meine ehrlichen Ponys, meine allerbesten Freunde seid ihr. Das müssen die Teambesten sein, die Rarity genäht hat. Blau für das Wetterteam, grün für das Pflanzenteam und braun für das Tiereteam. Da bin ich ja mal auf meine Teamweste gespannt. Ich nehme eine blaue Weste, dieselbe Farbe wie meine Decke. Ich glaube, die ruft gerade meinen Namen. Spike, Spike, komm wieder ins Bett. Oh, es ist noch so früh. Vielen Dank, Ponys, dass ihr alle so früh hier erschienen seid. Jedes Pony muss helfen, um den Winter auszutreiben und den Frühling zu begrüßen. Ihr tragt ja auch schon eure Westen und wurdet eurem Team zugeteilt. Wir machen es noch besser als letztes Jahr und feiern den schnellsten Winter-AD-Tag aller Zeiten. Oh, das ist so unheimlich aufregend. Gut, liebe Ponys, findet eure Teamleiter und dann wird die Welt losgaloppiert. Oh je, wo gehöre ich hin? Zu welchem Team passe ich denn? Was genau soll jedes Pony denn hier tun? Die Winterferien waren sehr schön und unbeschwert. Wir spielten und wir hielten unsere Hufe warm am Herd. Doch die Vorräte sind aufgebraucht in der kalten Jahreszeit. Auch wenn die Stiefel hübsch sind, bin ich sie nun langsam leid. Der Frühling steht schon vor der Tür und die Natur erwacht. Doch der Winterabschied bringt es mit, dass man groß reine macht. Wie mach ich mit? Was kann ich tun? Helfen möchte ich spontan. Schaff ich es ohne meinen Zauber? Ich habe keinen Plan. Winter-D-Tag, Winter-D-Tag, den Winter verabschieden wir. Winter-D-Tag, Winter-D-Tag, morgen ist der Frühling hier. Morgen ist der Frühling hier. Pegasus Gefühl kommt nun. Zu Vögelschar zurück, die Winterwolken räumen wir. Beiseite Stück für Stück. Himmel fegen wir, das geht nur vereint. Endlich kommt die Sonne durch, wie herrlich sie scheint. Winter-D-Tag, Winter-D-Tag, die Winter verabschieden wir. Winter-D-Tag, Winter-D-Tag, morgen ist der Frühling hier. Winter-D-Tag, Winter-D-Tag, morgen ist der Frühling hier. Morgen ist der Frühling hier. Manche halten Winterschlaf, tief unter Schnee und helfen wir und beim Putzen auch. Wir sagen zu Vögeln Hallo, das ist guter alter Brauch. Winter-D-Tag, Winter-D-Tag, den Winter verabschieden wir. Winter-D-Tag, Winter-D-Tag, morgen ist der Frühling hier. Winter-D-Tag, Winter-D-Tag, morgen ist der Frühling hier. Morgen ist der Frühling hier. Der Boden ist doch ziemlich hart, doch die Saat muss rein. Pflege und Sonne wird sie schon gedeihen. Äpfel, Möhren, Blumen, Saat, pflanzen wir alle nun. Diese Arbeit ist sehr hart, es gibt so viel zu tun. Winter-D-Tag, Winter-D-Tag, den Winter verabschieden wir. Winter-D-Tag, Winter-D-Tag, morgen ist der Frühling hier. Winter-D-Tag, Winter-D-Tag, morgen ist der Frühling hier. Morgen ist der Frühling hier. Nun weiß ich, was sie alle tun. Gern bin ich auch dabei. Ich helfe mit und scheue mich vor keiner Schufterei. Wie klappt es ohne meinen Zauber? Wie stell ich es nur an? Gehör ich dazu, dann gebe ich alles, was ich kann. Alles, was ich kann.
Jedes Pony gehört zu einem Team. Was soll ich tun? Wo gehöre ich hin? Okay, Team. Soweit alles klar? Los geht's! Rainbow Dash! Oh, hey Twilight, was geht ab? Wozu bist du hier? Ich schicke mein Flugteam los, um die Vögel aus dem Süden zu holen. Da haben sie überwintert. Oh, kann ich dir helfen? Vielleicht kann ich die Wolken wegschieben. Richtig. Ich habe keine Flügel. Tut mir leid, Twilight. Klasse. Was können wir sonst tun? Keine Ahnung, was du tust. Ich halte so lange ein Nickerchen. Komm schon, Spike. Das hier ist furchtbar wichtig. Der Winter wird verabschiedet. Und ich will auch meine Aufgabe erfüllen. Keine Ahnung, wie. Rarity, bitte sag mir, dass es irgendetwas gibt, womit ich dir helfen könnte. Okay, du könntest mir dabei helfen, Ponywells schönstes Vogelnest zu gestalten. Vogelnest? Ja, natürlich. Sobald das Wetterteam die Vögel aus dem Süden zurückgebracht hat, brauchen sie ein Nest, wo sie wohnen und ihre Eier legen. Wow, Rarity, dieses Nest ist wirklich wunderschön. Oh, Twilight, meinen aufrichtigsten Dank. Möchtest du vielleicht auch ein Nest gestalten? Natürlich. Sag, wo kann ich anfangen? Okay, zuerst holst du dir ein bisschen Stroh und Heu von da drüben und ein paar Zweige. Jetzt alles miteinander verflechten, ja. Ein paar Schleifen, ja. Nein, nicht da rein. Oh, ja, steck sie seitlich rein, aber sei vorsichtig, dass du... Gut, ich denke, das Nest können wir so nehmen. Hui. Toll. Jetzt sieht es fast aus wie deins. Naja. Das Nest muss sofort wieder abgerissen werden. Oh, Spike. So schlimm ist es doch gar nicht. Vielleicht können die Vögel es noch als... Klo benutzen. Spike. Es ist doch ganz schön, bis auf ein paar winzige Kleinigkeiten. Es braucht nur noch ein wenig Feinschliff. Zuerst entfernen wir dieses Band, dann nehmen wir hier ein paar Zweige raus. Gut, das bringen wir in eine runde Form. Dann ich glaube, sie hat uns vergessen. Nur noch diese beiden kleinen Zweige entfernen und an dieser Stelle... Hallo, Twilight! Wow, Pinkie Pie, du bist ja super. Eine tollere Schlittschuhläuferin habe ich noch nie gesehen. Danke, Twilight. Ich mache das schon, seit ich eine klitzekleine Winky-Tinky-Pinky-Pie bin. Man kann sagen, es ist angeboren. Deshalb haben sie mich auch zur Eisbrecherin ernannt. Ich ziehe mit meinen Schlittschuhen Furchen in das Eis. Wenn dann das Wetterteam kommt, um das Eis zu brechen, wird das für sie kinderleicht. Wirklich schlau. Wenn das dicke Eis zu schmelzen beginnt, bricht es an den Furchen. Da wartet noch eine Menge Arbeit auf dich. In Ponyville gibt es ja ziemlich viele Seen. Ha, wem sagst du das? Hey, Twilight, willst du mir vielleicht helfen? Aber klar doch. Super, dann zieh dir Schlittschuhe an. Ich wette, du bist auch ein Naturtalent. Okay. Yay! War vielleicht doch nicht so gut. Aber was redest du denn? Du wolltest doch unbedingt helfen. Ab aufs Eis mit dir. Nein! Twilight, helfen! Nein! Du bist ein Naturtalent, Twilight. Und zwar für Katastrophen. Twilight, ich finde, fürs erste Mal hast du das super gemacht. Ich bin mir sicher, bei meinem ersten Mal war ich genauso wackelig und zappelig und bruchlandig wie du. Wirklich? Nein. Aber du fühlst dich dadurch besser. Ja, denke schon. Aber du bist bestimmt ganz toll in Dingen, bei denen du die Hufe auf dem Boden behältst. Ich kann mir vorstellen, dass Fluttershy deine Hilfe bei den Tieren gebrauchen kann. Na ja, ich kann schon ganz gut mit Tieren umgehen. Ja, ich biete ihr meine Hilfe an. In die andere Richtung. Ja! Aufwachen, ihr kleinen Schlafmützen. Ich hoffe, ihr hattet wundervolle Träume und einen erholsamen Winterschlaf. Jetzt wird es Zeit aufzustehen. Der Frühling kommt. Oh, sind die aber süß. Ja, oder? Den ganzen Winter über freue ich mich schon auf diese Zeit, wenn ich endlich meine kleinen Freunde wiedersehen kann. Was ist ein Winterschlaf? Das ist, wenn man sehr lange schläft. Sehr lange schläft? Ja. Aufwachen, kleine Stachelschweine.
Viele Tiere schlafen den ganzen Winter, um ihre Kräfte zu schonen und nicht fressen zu müssen. Ich finde die Idee mit dem Winterschlaf sehr überzeugend. Abgesehen davon, dass man nicht fressen kann. Oh, seht ihr all ihre vielen Höhlen und Bauten? Hoffentlich schaffe ich es, sämtliche Tiere zu wecken, bevor der Frühling anfängt. Also, ich könnte dir helfen, Fluttershy. Oh, wirklich? Du würdest mir damit eine sehr große Freude machen. Okay, ich fange da an. Hallo, aufwachen, Freunde. Wo auch immer ihr seid, der Frühling ist hier. Ich bin so aufgeregt, was für pelzige, süße kleine Tierchen ich geweckt habe. Also den Winter auszutreiben ist noch viel härter, als ich gedacht habe. Ja, weil hier keine Magie benutzt wird. Warum setzt du deine Magie nicht ein? Nein, Spike. Ich will versuchen, mich an die Tradition zu halten. In Ponyville benutzt man keine Magie, um den Winter zu beenden. Ja, aber bisher hast du ja auch nicht hier gelebt. Überleg mal, wie schnell der Winter mit deiner Magie zu Ende wäre. Nein, nein, nein. Ich werde einen anderen Weg finden, um helfen zu können. Und wenn es das Letzte ist, was ich mache. Oh. So ist gut, Bumpkin. Ich weiß, das ist harte Arbeit, aber ihr macht das toll. Yeeha! Hey, Applejack, wie läuft's denn so bei dir? Oh, alles bestens. Erst lief's ein wenig schleppend, aber jetzt ist alles im grünen Bereich. Aber wir haben noch eine Menge zu tun. Wir können noch nicht mit Pflanzen und Gießen beginnen. Zuerst müssen wir nämlich den ganzen Schnee beseitigen. Nun, ich würde gern helfen. Also ich weiß nicht, Twilight. Bitte, ich will's versuchen. Normalerweise habe ich nichts gegen jemanden, der zupacken kann, aber... Überleg mal, wie schnell der Winter mit deiner Magie zu Ende wäre. Magie, Magie, Magie. Vielleicht komme ich mit einem Schwungzauber in die Gänge. Oh, ach, was soll's. Hat ja ganz schön viel Kraft für so ein kleines Pony. Meine Twilight, sie befolgt meinen Rat. Und was zum Hafer soll das jetzt genau heißen? Das ist zu schnell. Langsamer, langsamer. Benutzt. Die hat Nerven. Ist das denn noch zu fassen? Das ist nicht die Art, wie wir hier den Winter vertreiben. Und schon gar nicht auf meiner Apfelplantage. Aber ich wollte doch nur... Oh. Komm schon, Twilight, bitte komm da raus. Ich bin eine Winterkatastrophe. Aber du kannst doch eine ganze Menge. Außer Vogelnester bauen und Eislaufen, Tiere aufwecken und Schnee wegräumen. Hm, vielen Dank, jetzt fühle ich mich schon gleich viel besser. Dafür bin ich doch da, mein Herzchen. Rainbow Dash, das Wetterteam sollte schnellstens den Schnee vom Boden und von den Bäumen wegschmelzen. Und zwar pronto. Gut. Das geht nicht. Die Behausungen meiner Tiere werden geflutet, wenn der Schnee zu schnell schmilzt. Klar. Du hast es gehört, Rainbow. Ihr schmelzt jetzt bitte den Schnee. Los! Nein! Ihr
Ihr müsst damit warten. Okay. Na los. Nicht. Na los. Nicht. Na los. Nicht. Mann, könnt ihr euch mal entscheiden? Sowas. Warum um Equestrias Willen streitet ihr euch so fürchterlich? Wegen dieser Streitereien waren wir letztes Jahr schon zu spät mit dem Frühling. Und im Jahr davor auch. Und auch im Jahr davor. Was hat sie gesagt? Zu spät? Ich habe gehofft, euch mit meiner Rede zu motivieren, es besser zu machen als in all den Jahren vorher. Und jetzt sieht es so aus, als wären wir noch nie so spät dran gewesen. Seht euch diese Katastrophe doch nur mal an. Die Eisflächen sind viel zu groß, als dass sie schmelzen könnten. Die Nestbauarbeiten hinken hoffnungslos hinterher. Wir brauchen Hunderte und sie hat gerade erst eins geschafft. Ganz zu schweigen von den Wolken am Himmel, den Eiszapfen an den Bäumen. Nein, es läuft nicht gut. Überhaupt nicht gut. Richtig lustig wird's aber erst, wenn wir unser Saatgut nicht in die Erde kriegen. Komm mal runter, Applejack. Wir versuchen wirklich so schnell zu sein, wie wir können. Nein, nicht so schnell. Man muss die Tiere langsam aus dem Winterschlaf wecken. Applejack. Oh nein, zum Hafer. Caramel hat die Grashalme schon wieder verloren. Ja, richtig. Dizzy, du bist aus Versehen nach Norden geflogen, um die Vögel aus dem Süden zu holen. Ach, dieses Spatzenhirn kann doch nicht sein. Letztes Jahr ist sie auch schon nach Westen geflogen. Da fasst mir wirklich ja, an sag ich doch. Nur so hört auf damit, sofort. Wir haben keine Zeit, uns zu streiten. Die Sonne geht bald unter und der Frühling kommt wieder zu spät. Noch ein Jahr voller Schande und Scham. Wenn wir doch nur genauer geplant hätten. Spike! Meine Checkliste und mein Klemmbrett. Schnell! Ja, wird erledigt. Hört mal her, Ponys! Hört auf! Entschuldigung. Ich weiß, ihr wolltet alle rechtzeitig fertig sein. Aber Streit ist nie der richtige Weg zum Ziel. Was ihr braucht, ist genaue Organisation. Und ich bin das richtige Pony dafür. Dafür danken. Wenn du nicht alles so gut geplant hättest, würden wir jetzt immer noch streiten. Yep. Nein, es war Teamarbeit. Aber deine Hilfe galt jedem Team. Wir haben eine besondere Weste für dich. Und wir verleihen dir den Titel Teamchefin von Ponyville. Wahnsinn. Was soll ich dazu sagen? Außer Danke, Ponys. Und hiermit erkläre ich, dass dieser Winter pünktlich vorbei ist. Ja! Yeah! Spike wird sein blaues Wunder erleben, wenn die letzte Eisscholle geschmolzen ist.
Liebe Prinzessin Celestia, der Winter-AD-Tag war eins der aufregendsten Ereignisse, die ich hier in Ponyville erlebt habe. Ich habe gelernt, dass wir alle etwas ganz Besonderes können. Und wenn wir geduldig und fleißig sind, werden wir auch erkennen, was es ist. Gute Freundschaft und Teamgeist gehören dazu. Und so können Ponys alles erreichen, was sie wollen. Wie war das, Spike? Spike? Oh, Spike.